Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal. So, von gleich. Und ja, heute machen wir mal ein testlich.de-Quiz über Fortnite. Und zwar habe ich hier gerade eben schon Fortnite eingegeben. Und wir können hier mal gucken, welche Quizze wir haben. Welche Fortnite-Spiele bist du? Fortnite-Quiz, Fortnite-Hardcore-Quiz und so weiter. Wir gehen jetzt mal auf das erste drauf. Extreme Fortnite-Quiz. Welcher Ort wurde am schwersten vom Kometen getroffen? Der mit Season 4 kam. Lonely Lodge, Dusty, Tilted oder Lübeck? Lübeck ist, glaube ich, richtig. Nein. Warum steht da überhaupt Tilted Towers? Tilted. Tilt. Mit T. Ich würde sagen, Dusty. Season 4 auf jeden Fall. Wie viele benannte Orte gibt es auf der Fortnite-Karte? Okay. Guck mal. Chan Junction. Ich rate das einfach mal. Ich sag, das sind 15. Egal. Wie viele Schildpunkte bekommst du von einem kleinen Schildtank? 25. Wie viele Baumöglichkeiten gibt es in Fortnite? 3. Je nachdem, wie man es nimmt. Also ich denke jetzt mal, ich weiß es nicht, ob die das mit der Falle dazu nehmen oder ohne. Also ich würde jetzt mal sagen, ohne sind es 4. Mit Falle sind es 5. Welche Farbe hat der Ballon vom Bus, den man beim Abspringen, beim Beginn jeder Runde sieht? Bei Weihnachten war er rot-weiß, bei, ja, sonst Geburtstag war er, glaube ich, genauso. Ich würde sagen blau-weiß, normal, also wenn man den jetzt normal nimmt, ist er blau-weiß. Wie viele Personen sind auf dem Ladebildschirm, die nicht tot bzw. untot sind? Es müssten 4 sein. 4 Leute. Wie viel kann man von jedem Material mit sich tragen, bis es nicht mehr geht? 1000 Materialien, 10 Materialien, 999 Materialien oder 900 Materialien? Ich würde sagen 999 Materialien. Worum geht es eigentlich in Fortnite? Der letzte Überlebende von 100 Spieler werden? Sich fragen, was man überhaupt mal im Leben macht? Zombies töten oder eine Festung bauen? Ja, Fortnite. Entweder man sagt Zombies töten, aber das ist nicht richtig, sondern es geht darum, der letzte Überlebende von 100 Spielern zu sein. Neben dem Battle Royale Modus gibt es noch einen zweiten. Wie heißt diese? Da rette die Welt. Spiel das Spiel mit dem Krokodil, du bist der Krokodok. Kampf um die Welt, so bist du gestorben. Ja. Welches Spiel ist vor kurzem erst erschienen, aber noch kostenlos, eigentlich besser als Fortnite? Schlechter als PUBG, aber es kostet. Ich finde es nicht besser als Fortnite, aber. Egal, auf jeden Fall, ich weiß die Antwort. Es ist, wenn ich es richtig nehme, von wann ist das Quiz? Entwickelt am 2018, 5.6. glaube ich. Vorher 6.5. Irgendwas sowas. Auf jeden Fall bei beiden ist es ziemlich nah dran, und zwar H1Z1. Extreme Fortnite Quiz. Du kannst so gut wie jede Frage richtig beantworten. Das unmögliche Quiz ist geschafft worden. Der Fortnite Meister aus den Legenden ist zurückgekehrt und die Art. Sieht neben dir aus wie ein absoluter Noob. Okay, das ist richtig. Welcher Ort wurde am schwersten? Okay, das ist richtig gewesen. Wie viele benannte Orte gibt es auf der Fahrt? Ach komm, ja, ich habe falsch geraten, was soll man sagen. Wie viele Schildpunkte bekommst du von einem kleinen Schildtank? 25 richtig. Wie viele Baumöglichkeiten gibt es sofort? 4. Okay, haben die anscheinend nicht mit der Falle mitgenommen. Ist auch richtig, auch richtig, auch richtig. Auch richtig, auch richtig und auch richtig. Nice. Okay, gut, jetzt gehen wir mal zum nächsten Quiz. Und zwar Fortnite. Welcher Fortnite-Spieler bist du? Fortnite-Quiz, Fortnite-Hardcore-Quiz, das legendäre Fortnite-Quiz. Ich würde sagen Fortnite-Hardcore-Quiz. Welcher Skin erreicht man im Battle Pass? Was? Welcher Skin? Sag, was für Rechtschreibfehler sind hier bitte drin? Welcher Skin bekommt man im Battle Pass, wenn man 100 Stufe 100 ist? Welchen Skin, oder? Egal. Der reisende Auftragskiller, Sensenmann oder Elite-Agentin? Ja gut. Es ist ja nicht am 3.29, das bedeutet 29.3. Müsste dann zu dem Zeitpunkt Season 3 gewesen sein, also Auftragskiller, Sensenmann. Wen soll der Skin in Stufe 100 im Battle Pass darstellen? John Wick?
Vin Diesel, James Bond, Lil Pump. Ja. Wie viele Orte gibt es im haben wir gerade eben schon gesagt, 18. In welcher Season aktuelle Battle Pass? Season 3. Season 3. Welcher Hängegleiter, oder? Kostete 2000 V-Bucks. Bärchengleiter, Drachengleiter, roter Schirm oder Einhorngleiter? Drachengleiter. Gab es im Battle Pass Modus einen Modus, der nur, in dem es nur scharf ist? Nein. Gab's nicht. Weil es gab einen Scharfschutzmodus, aber da gab es auch die Revolver zu dem Zeitpunkt. Es gab ja jetzt nochmal einen Modus, da gab es jetzt auch Scopes, glaube ich. Scope ARs und Infrarotwaffen. Ja. Wie heißt die neue Stadt, die als letztes kam? Keine Ahnung, auf jeden Fall dann. Ja, achso, ja, gut, sieht man hier. Loot Lake ist auf jeden Fall nichts bedeutet. Lucky Learning. Mhm. Welche zwei Spielmodi gab es einmal im Game? 10 versus 10 ist auf jeden Fall falsch. 25 gegen 25 ist auch falsch. Dann muss es ja. Dann müssen es die beiden Spiele sein. Gibt es eine legendäre Schrotflinte? Es gibt die Heavy Shotgun dort, aber ich weiß jetzt nicht, ob es die da schon gab. Ich denke mal schon. Hat dir das Quiz gefallen? Ja, ich kriege ja keinen Punkt. Du bist ein Typ, der nach der Schularbeit nach Hause kommt. Herzlichen Glückwunsch. Warte, man sieht hier unten, sieht man hier unten die. Nö, man sieht die Antwort nicht mehr. Wow. Dann würde ich sagen, Fortnite, nächstes Quiz. Machen noch. Ein Quiz geht noch. Fortnite Quiz, oh, der falsch. Okay, machen wir so. Die Sprungfelsen Jumppad gibt es in allen Farben. Falsch. Die Scar gibt es in Gold und Blau. Falsch. Für die Wand braucht man 10 Material. War. Das Jetpack ist nur im Modus Großes Gold. Keine Ahnung, ich glaube falsch. Die Pumpgun war auch mal in Grau zu finden, war. Ist Tomato Town schon immer da? Nein. Weil Tomato Town gibt's nicht. Da ist auch falsch geschrieben. Auf der PS4 gibt es in Fortnite keine Tänze. Falsch. Mit dir sind es 100 als wieder falsch. Fortnite war. Epic Games, Ubisoft und der Entwickler von Fortnite Battle Royale. Falsch. Was? Man sieht es nicht. Epischer Sieg, wow, du bist in diesem Quiz unser Ninja. Es gibt nichts, was du schon. Es gibt nichts, was du schon weißt. So, komm mal, Elis. Okay, Fortnite, nächstes Quiz. Noch ein Quiz, weil es ging jetzt. Das war jetzt ein Schnelldurchlauf. Das legendäre Fortnite-Quiz nehmen wir es mal. Wie viele. Ja, gibt es. Achso, mit Namen, ja. Haben wir schon gehabt. 18. Epic Games. Aber wie viele haben es? Zu dem Zeitpunkt noch ab 12. Welche Seltenheitskarte gibt es bei vielen Waffen? Weiß, orange, blau, grau, was? Nee. Grau, grün, blau, lila, gold. Ja. Auf welcher Plattform kann man es momentan nicht spielen? Ich würde sagen Handy Android, weil iOS konnte man spielen. Ganz allgemein, was ist Fortnite? Überlebensmodus? Ja, Simulationsspiele. Ja, auf jeden Fall. Nein. Ein Überlebensmodus. Ja, es ist aber falsch eigentlich, weil es ist auch. Es gibt auch in der Welt. Wann wurde das erste Gameplay von ich glaube 2000. Das erste Gameplay-Video. Zu entweder 2017 oder 2011. Ich würde jetzt mal sagen 2017. Was ist das Auge des Sturms? Ein Gleiter, eine Rand. Ja, eine Stadt am Rand der Karte. Ein Sturm der. Ja. Aus einem Battle Pass. Letzte Frage. Welcher Fernsehsender hat schon, wenn auch negativ, über Fortnite? Pro7, natürlich, wer kennt's nicht? Hier. Der eine sagt 18, der andere sagt 17. Witzig. Und? Ja, 2011 war richtig. Okay. Ja. Auf jeden Fall, das war unnötig, weil es sind 18. Aber egal.
Du kennst dich doch schon relativ gut aus. Die schwierigsten Fragen hast du vielleicht nicht richtig beantwortet, aber trotzdem sehr gut. Sie haben 8 von 10 Punkten richtig beantwortet. Beziehungsweise 8 von 10 Aufgaben. Ja, wenn euch das Video